Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Euro 2012 Specials. Und diesmal ist es Zeit für eine richtige Legende, Emlyn Hughes Soccer. Ja, Emlyn Hughes, vielleicht nur den Hardcore-Veteranen bekannt, ein Spieler bei FC Liverpool. Bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht so der große Experte für die alten Sachen der englischen Liga. Der 2004 ist er verstorben, das habe ich noch gelesen, aber sonst großartig jetzt nicht so vom Bekanntheitsgrad. Dieses Game allerdings ist sehr bekannt, weil es sehr bekannt ist, weil es eben viele Elemente hatte, die später dann schon wichtig wurden. Deswegen wurde das ganz interessant. Es hatte auch viele Spieltiefe, aber da kommen wir noch zu. Vielleicht kurz zu was. Das sind die Optionen. Das heißt, ihr könnt also eine Menge Optionen einstellen. Da habt ihr die Möglichkeit, die Farben einzustellen. Da könnt ihr die Spiele festlegen. Und hier sind die Einstellungen, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Jetzt wollen wir mal eben kurz was machen. Ich zeige euch nicht mal eben kurz. Wir machen mal ein Friendly. Und ein Friendly müsst ihr hier also wirklich definieren. Dann geht man hier auf Pick Team und dann muss man dementsprechend, na komm, lass mir den Player anwählen. Gut, dass das wieder nicht so geht, wie es gehen soll. Dann müssen wir mal eben Edit Team machen, dann geht das. Wir müssen nämlich ihm sagen, genau, dass wir die Mannschaft spielen wollen, weil sonst ist das immer Computer gegen Computer und sagen wir es mal so, das ist nicht ganz so spannend. Was ganz interessant ist, wenn man hier, also man kann die Namen ändern, man kann die Reihenfolge ändern, ja, ja, alles schön und toll. Ihr müsst mit einem Doppelklick das machen, das ist wirklich kein Witz. Also doppelt Feuer, der klassische Doppelklick, muss dann wirklich gemacht werden. So, jetzt machen wir natürlich das Spiel, was wir sehen wollen. Deutschland, Niederlande, beziehungsweise hier in dem Fall, na, Deutschland. Nein, ich möchte nicht Spanien. Nein, möchte ich nicht. Da sieht man übrigens, warum es gut ist, dass man eine Maus hat und nicht diese Chaotensteuerung hier. Aber wir schaffen das. So, Deutschland, Holland. Auf geht's. Ich glaube, ich habe 2x2 Minuten eingestellt. Das sehen wir aber gleich. So, es geht los. Ihr seht, alles ein bisschen auf die Premier League in England eingestellt. Das soll uns aber nicht weiter kümmern. Wir spielen in den bekannten weißen Farben. Das ist so, okay. Holland ausnahmsweise mal in Rot. Naja, können wir nicht mehr witzeln. Orange trägt nur die Müllabfuhr. Ich nehme das hier gerade auf, nachdem gerade Russland-Polen 1-1 war mit einem unglaublich tollen Tor von Blaschikowski. Falls das jemanden gerade interessiert, die Tschechei hat gegen Griechenland heute gewonnen und wir spielen ja dann, nachdem Portugal und Dänemark sich getroffen haben mit dem Jahrhundertspiel Deutschland-Holland. Wir 3 Punkte, Holland 0. Das heißt, da geht der Fez aber mal richtig ab. So, ihr habt die Möglichkeit, weite Pässe zu schlagen, beziehungsweise auch Schüsse. Dazu müsst ihr in die Rückwärtslage gehen, auch mit dem Controller. Ihr seht, hier gibt es wieder einen Einwurf. Das ist alles okay. Ich muss dahin, dann wirfst du da auch mal hin. Deswegen wirfst du natürlich auch direkt zu der gegnerischen Mannschaft. Das macht Sinn. Naja, Hauptsache, das wird dann ein bisschen besser, als es gerade aussieht. So, Freunde, was macht ihr denn hier? Man kann also auch reingrätschen. Das werde ich wahrscheinlich gleich auch zeigen, so gut wie wir hier spielen. Ja, man sieht's. Da kann man grätschen. Es werden auch Fouls gepfiffen. Das Spiel hatte schon wirklich alles, was man so haben muss. Na, Manuel Neuer hält den Ball, das ist gut. Das war total dumm. Willst du unseren Torwart hier testen für so einen unsinnigen Rückpass? Bis jetzt ist auch in diesem Spiel noch nicht wahnsinnig viel passiert. Um es mal nett zu formulieren. Oh, das war jetzt mal ein ganz weiter. Was mache ich denn hier? Das hat ja eher was vom Bodenturnen. So, komm. Wir haben den Ball. Jetzt haben wir ihn nicht mehr. So, da seht ihr übrigens unten die Anzeige. Dann haben wir jetzt gleich, ich glaube, da gibt es keine
Der pfeift direkt ab, ne? Genau, ja. So, das war die erste Halbzeit. Spannendes 0-0. Ja, das würde uns heute sicherlich eine Menge bringen. Weil ihr seht das erst am Mittwoch, obwohl ich das jetzt am Dienstag aufnehme. Uah, Wunder der modernen Technik. Da seht ihr übrigens Audiogenic. Ich weiß nicht, was Audiogenic sonst noch gemacht hat, aber ML News Soccer war nicht ganz so unbekannt. Hat auch ein bisschen was mit dem guten alten C64 Soccer, den sicherlich die meisten kennen. Aber das Spiel war sehr bekannt. Also es gibt ja noch Macropost Soccer, das werde ich versuchen auch noch zu zeigen, klar. Weil das eigentlich noch ein bisschen bekannter ist. Es gibt aber auch Matchday und andere Klassiker. Wir werden auch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, wo ich jetzt hier gerade, ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt ein Fußballfeuerwerk abgerissen wird. Ah, kann ich den Ball noch kriegen? Ja, 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 komm, 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 komm. Und Schuss! Ah, er hält. So, jetzt aber. Und Abpraller. Ah! Naja, das war ja fast sowas wie eine Chance. Dann kann ich meinen Satz aber eben noch mal eben kurz komplettieren. Ich werde auf jeden Fall versuchen, ich hoffe, das klappt auch mit der Aufnahme, dass wir auf jeden Fall das Fußball vom Mantel in Television zeigen. Wenn alles gut läuft, werde ich das dann in der Samstagsedition machen, bevor wir dann am Sonntag, wenn ich nicht ganz falsch liege, dann das Gruppen Match gegen Dänemark haben. Mal gucken, vielleicht sind wir dann auch bis dahin schon durch. Vielleicht können dann die Oranjes auch schon nach Hause fahren. Mann, wir werden sehen. Ja, es ist ein spannendes Spiel, wenn ich das mal sagen darf. Ich hoffe, so geht es nicht aus. Ich denke schon, dass da ordentlich Feuer im Match sein wird. Und das ist auch gut so. Weil wir wollen nicht unbedingt spannenden Rasenschach sehen. Das interessiert keinen Menschen. Wir wollen ja nicht alle Fußballtrainer werden, sondern wir wollen ja auch ein bisschen Unterhaltung haben. So. Vielleicht jetzt mal einen gelungenen Angriff. Mal sowas wie ein Fernschuss. Ah, den hält er. Naja gut, da passiert nichts mehr. Joa. Ist die Frage, bringt uns ein 0-0 weiter? Ich weiß es nicht. Wie schwach ist Dänemark? ML News Soccer ist auch vielleicht bekannt, um mal hier diese super interessante Tröte zu hören. ML News Soccer hat auch diesen kleinen Theme-Song, den ihr am Anfang gehört habt. Der ist gar nicht schlecht, der ist also wirklich auch bekannt. Joa. Was soll jetzt da Loose Loose heißen? Weiß ich nicht, weiß keiner. Ja, sind wir mal gespannt, wie es am Mittwoch dann wirklich ausgeht im großen Match. Der Match der Matches, eine der bekanntesten Rivalitäten Deutschlands, Niederlande. Immer noch legendär im Weltfußball, sage ich mal. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und es wird noch ein paar mehr Specials geben von der Euro 2012. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich werde nochmal gucken, dass man auch noch was macht. Ich denke, wer ISS kennt, da werde ich auch noch was auspacken. Das werde ich vielleicht bei Deutschland gegen Dänemark machen. Bleibt einfach mal dran. Bis zum Europameisterschaftsfinale ist ja noch ein bisschen Zeit. Und da wird es noch die eine oder andere Folge geben. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und seid gespannt, was ich in der nächsten Folge auspacke. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.